off the left now. That's one small step for man, one giant leap. So, I guess you want to do it again. Glück auf, ihr Lieben. Ja, Teil 37, fünftes Buch, geht los. Entstehung elektromagnetischer Strahlung. Elektromagnetische Strahlung besteht aus einem elektrischen Feld und einem magnetischen Feld, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung stehen und sich ständig in Phase befinden. Das elektrische Feld wird in Volt pro Meter gemessen und entsteht durch das Vorhandensein von elektrischen Ladungen, die Kräfte aufeinander ausüben. Elektrische Felder können leicht von verschiedenen Materialien abgeschirmt werden. Das Magnetfeld resultiert aus der Bewegung elektrischer Ladung und wird in Ampere pro Meter gemessen, während die magnetische Flussdichte in Tesla gemessen wird. Die Lorentzkraft entsteht durch die Kombination von Kräften im elektrischen Strom und im Magnetfeld. Im Gegensatz zu elektrischen Feldern schwächen sich magnetische Felder nicht beim Durchgang durch Materialien, was das Abschirmen herausfordernder macht. Daher wird in den meisten Messungen mehr Wert auf die Intensität des magnetischen Feldes gelegt als auf die des elektrischen Feldes. Also sehen wir hier in der Abbildung, wie so ein Feld entsteht. Ja, jetzt noch ein paar physikalische Größen. Ich habe hier eine sehr starke Zusammenfassung gewählt für diesen Teil des Buches, weil da ist sehr textlastig und ich glaube, das ist für YouTube-Videos eben nicht so interessant. Daher habe ich es zusammengefasst. Hier ein paar physikalische Größen, die eine Rolle spielen. Das ist einmal die Stromdichte, ja, also der durch einen Querschnitt des Leiters fließende Strom senkrecht zu seiner Richtung. Dann haben wir die elektrische Feldstärke. Ja, die Vektorgröße, die auf das geladene Teilchen ausgeübt wird, beziehungsweise deren Kraft entspricht. Dann die magnetische Feldstärke, eine Vektorgröße, die in Kombination mit der magnetischen Flussdichte ein Magnetfeld an jedem Punkt im Raum definiert. Dann haben wir die magnetische Flussdichte, Leistungsdichte, spezifische Energieabsorption und spezifische Energieabsorptionsrate, also hier die Rate, mit der Energie pro Einheitsgewicht von Körpergeweben absorbiert wird, in Watt pro Kilogramm. Das sind ein paar physikalische Größen, die er in dem Buch festgelegt hat, um eben ja, die Auswirkung des physikalischen bzw. des elektromagnetischen Feldes zu bestimmen, halt notwendigerweise. Radiowellen ermöglichen die Übertragung von Frequenzen und werden durch spezialisierte Systeme wie Radiotransmissionssysteme genutzt. Das Frequenzspektrum ist kontinuierlich, was bedeutet, dass Radiowellenprinzipien auch auf andere Frequenzen übertragbar sind, sofern die entsprechende Technologie vorhanden ist. Ja, also logischerweise Sender, Empfänger, dann müssen die Wellen ja übersetzt werden. So ein Transmissionssystem besteht aus Sender, Transponder, Empfänger, Mikrofon, Lautsprecher und Kopfhörer, je nachdem, was du nutzt. Radiowellen haben Wellenlängen von 1 Zentimeter bis 10 Meter und Frequenzen von 10 kHz bis 100.000 MHz. Diese Wellen werden auch in Radarsystemen verwendet. Das Radio fungiert als Empfänger elektromagnetischer Emission bei einer bestimmten Frequenz. Es empfängt, dekodiert und wandelt elektromagnetische Wellen durch eine Antenne in Schall um. Analoges oder konventionelles Radio unterscheidet sich durch die Art der Modulation des Signals, wodurch Frequenzen für AM und FM getrennt werden. Spezifische Frequenzbereiche sind für verschiedene Zwecke definiert, wie zum Beispiel FM-Radio in Europa und Amerika auf den Frequenzen von 87,5 bis 108 MHz. Andere Frequenzbereiche werden für spezifische Zwecke wie zum Beispiel die Feuerwehr verwendet. Ja, also worauf der Autor des Buches so langsam hinaus will, ist, ob die elektromagnetische Energie, die uns umfasst, freie Energie in dem Fall, ob die anzapfbar ist durch den entsprechenden Transformator, wie in Radiowellen, die transformierbar sind in bestimmten Frequenzbereichen.
Der Betrieb des Fernsehers basiert auf dem photoelektrischen Effekt, bei dem der von verschiedenen Punkten eines Bildes ausgesandte Lichtstrom in wechselnde elektrische Ströme umgewandelt wird. Die Bildbildung auf einem Bildschirm erfolgt durch eine Verteilung der Helligkeit des Bildes, die durch die Bewegung des dargestellten Objektes verursacht wird. Die Helligkeitswerte des Bildes werden Punkt für Punkt analysiert und in kurzen Abständen auf dem Bildschirm wiederholt. Diese Analyse erfolgt nicht punktweise, sondern nach Bereichen des Bildes. Das gesamte Bild wird in horizontale Linien unterteilt und die Analyse erfolgt durch Lesen und Wiedergeben der Lichtintensität dieser Linien und Quadrate. Ja, also hier wird erklärt, wie der Fernseher sozusagen die Wellen dekodiert und die dann auf den Bildschirm bringt. Der Fernseher besteht aus der Elektronenkanone, dem System zur Ablenkung des Elektronenstrahls, dem Metallgitter und dem Bildschirm. Drahtloser Empfang erfolgt mit einer Antenne, während verkabelter Empfang Kabelfernsehen und IPTV umfasst. Also ich denke mal Internetprotokoll, Television. Das System wandelt den Lichtstrom von Bildpunkten in wechselnde elektrische Ströme um, die die Antenne des Senders speisen. Das Fernsehsignal überträgt den VHF und den UHF Frequenzbändern sowie in der Mikrowellenkategorie. In den letzten Jahren erfolgt die Übertragung von Fernsehprogrammen auch übers Internet und über Mobile TV, Mobilfunknetz. Ja, das soll es zu dem Teil 37 gewesen sein. Im nächsten Teil wird nochmal dasselbe Kapitel besprochen. Da geht es dann um Kassetten, wer es noch kennt. Also viele meiner Zuschauer müssten es kennen, denn alle unter 30 schauen sich sowas anscheinend nicht an. Aber gut, da geht es um Kassetten und da haben wir auch ein Magnetband drin, wo sozusagen eine gewisse Frequenz gespeichert wird und später wiedergegeben wird. Und wenn wir überlegen, dass unsere Umgebung auch ein großes magnetisches Feld ist, dann sollten dort auch Informationen gespeichert werden können, beziehungsweise auch Energie über die Frequenzen und elektromagnetische Felder. Wird auf jeden Fall interessant. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schaut mal in die Videobeschreibung. Ansonsten bis bald.